die Dächer. Oh shit. Sieht mir wieder nach einer Strecke aus, die ich viel rennen muss. Um den Zug zu entkommen. Springen? Ne, können sie nicht. Gut. Oh shit! Ich glaube, ich sollte hier keine Zeit verschwenden. Ein bisschen schauen, wo ich hingehe. Die Stadt ist voller Neon. Das war nicht immer so. Früher gab es strenge Energiebeschränkungen, besonders in den Slums. Aber die Menschen kamen mit der ständigen Dunkelheit nicht zurecht. Eines Tages schaltete jemand Regenbogenlampen ein, Neonleuchten im ganzen Haus. Diese Person wurde weggebracht und nie wieder gesehen. Aber die Menschen hatten wieder Hoffnung und fingen kurz darauf alle an, in ihren Häusern jede Menge Lichter anzubringen. Die Unterdrücker konnten nichts dagegen tun. Es war ein Weg für die Menschen, wieder Farben zu sehen, wie in der Außenwelt. Ich glaube, das hat geholfen. Ja, Energiekrise. Man kennt's heutzutage. Man soll ja überall Strom sparen. Aber irgendwie bringt's halt dann ja doch nichts. Ist das richtig? Irgendwie nicht, ne? Das ist richtig. Okay, ziemlich schlau. Gut. Ist ja gar nicht beängstigend. So nebenbei. Wieso sieht die Stadt hier so komisch aus? Mit diesen fleischigen Wänden? Ist das von den Zugs? Oh shit! Türhecken, mach bitte! Okay, sind die eingesperrt? Ne, sind sie nicht!
Wohin? Wohin? Okay, sie sind dort eingespielt. Okay, I see. Alter, diese Dinge sind so hässlich. Diese Zugs. Die freaken mich ehrlich gesagt ein bisschen aus. Merkt man wahrscheinlich gar nicht, ne? Alter, wie das aussieht. Ich habe da schon gesehen, wir können ein Brett umschmeißen. Gar nicht gut aus. Jemand. Hässlich. Die Musik setzt ein. Human Personal. Ich schätze mal nach dort drüben, von außen entlang. Oh shit! Lauf, Katze, lauf! No! Oh, fuck. Alter! Diese Viecher! Ich hasse die! Okay, das sind keine, ich dachte schon. Ich glaube, man muss sie hier rüber locken. Aber zuerst möchte ich mir das hier kurz anschauen. Necocorp. Sie waren für die Abfallwirtschaft zuständig. Aus der Müll. Aus der oberen Ebene des Lamms überflutete, versuchten sie ein Bakterium zu entwickeln, das alles auflöst. Denn die Menschen verschwunden waren, mutierte das Bakterium. Sie wuchsen und fraßen weit mehr als. Und jetzt haben wir Zurks. Los geht's. What the hell? Also, sprich, das Abfallunternehmen wollte, um den Müll zu beseitigen, ein Bakterium entwickeln, das alles auffrisst. Und aus diesem Bakterium wurden diese komischen Viecher hier, die herumspringen und uns fressen wollen. Und offensichtlich auch mehr als das. Oh shit! Das war eine schlechte Entscheidung! Nee! Geh hoch! Nee! Junge! Ich muss die Tür schließen, wenn sie hier drüben sind. Sie kommen! Nee, hier ist noch eins!
Tür! Oh. Okay. Ah, den Zaun kann ich nicht. Musst du miauen? Wieso miaust du denn? Wo geht's weiter? Okay. Also. Ich finde die schrecklicher als irgendwie in einem Horrorspiel. Wenn man hier verfolgt wird von den Tieren. Uncool! Uncool! Un-fucking cool! Ja, dann kommen noch mehr! Komme ich da rein? Bitte, bitte, mach schnell! Alter! Das ist so schrecklich! Dieses Haus! Schrecklich aus. Ernsthaft. Hä? Und jetzt? So. Okay. Wir haben es bis hierhin geschafft. Wir sind hier. Befestige den Sendeempfänger an dieser Antenne. Gegenstand verwenden. Geschafft. Mal schauen, was das bewirkt. Schau, diese Aussicht von hier aus ist wunderschön. Ich erinnere mich jetzt, die Stadt, sie sollte ein Schutzort sein. Aber vor was schützen? Sie sehen aus wie Sterne, aber es sind nur Lichter, die das hermetische Dach über der Stadt markieren. Okay, wir sind wirklich in der Kuppel gefangen. Die Menschen bauten diese Hülle, um sich vor der Außenwelt zu schützen. Aber das hatte seinen Preis. Niemand kann mehr nach draußen gehen. Die Außenwelt war eine Katastrophe. Völlig verödet, unbewohnbar und gefährlich. Aber wenn du von dort kommst, muss das bedeuten, dass es dort wieder sicher ist.
Und mein Versprechen war nicht nur in die Außenwelt zu gehen, sondern auch die Stadt zu öffnen. Ich verstehe immer noch nicht, warum manche Erinnerungen zurückkommen und andere nicht. Aber ich bin mir jetzt sicher, dass das meine Aufgabe ist. Ich muss die Stadt öffnen. Komm, lass uns zurückgehen und Momo finden. Jetzt, wo wir den Sendeempfänger installiert haben, sollten wir in der Lage sein, Hilfe zu bekommen. Na dann, let's go.